So, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von GTA 4. Ja, ich entschuldige mich mal gleich von Anfang an. Es könnte wieder zu eventuellen Lags kommen, weil es ist warm draußen. Es ist sehr warm heute und ausgerechnet heute wollte ich eigentlich ein bisschen was aufnehmen. Ich versuche mal mein Glück. Ja, ne? Egal. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge ist nicht so viel Zeit vergangen. Es ist jetzt 2 Stunden her, glaube ich, als ich die letzte Folge aufgenommen habe. So um den Dreh. Und ich habe es jetzt endlich geschafft. Die Zufallscharaktere-Karte hier zu bearbeiten. Ich habe das mit Internet verglichen. Ich habe geguckt, also ich habe es jetzt quasi unterschieden, in welche ich auf jeden Fall habe. Habe ich schön rot markiert auf der Karte. Ich hatte gerade währenddessen meinen Stift in der Hand und deutete es hier richtig cool an, obwohl ihr es gar nicht seht. Dann habe ich mit einem blauen Stift die markiert, wo ich glaube, dass ich sie habe, aber nicht ganz sicher bin. Und habe die offen gelassen, von denen ich auf jeden Fall weiß, dass ich sie noch nicht habe. Zusätzlich habe ich mir mal ein paar Infos, die Notizen gemacht, wann und wo sie zu treffen sind. Also wo steht auf der Karte. Aber so. Es gibt so ein paar Charaktere, die man nur nachts treffen kann, zum Beispiel. Da habe ich es mir extra markiert. Ich hoffe, ich bin jetzt gewappnet und kann mich ab dieser Folge den Zufallscharakteren widmen. Dazu sei gesagt, hier ist im Menü, ich kann es euch mal kurz zeigen, steht ja die Zufallscharaktere-Dinger. Und zwar steht hier, passt mal auf, ich zeige euch das. Hier haben wir übrigens 17 Fahrzeuge an Steam gekauft, ganz cool. Getroffene Zufallscharaktere 6 von 10, nee, mehr glaube ich, 15 oder so. Das Witzige ist, es gibt insgesamt 4 Charaktere, welche man nicht treffen muss. Welche nicht für 100% relevant sind, weil man sie eventuell gar nicht treffen kann, weil man sie zum Beispiel getötet hat. Es gibt halt so ein paar Charaktere wie diesen Ivan, den wir getroffen haben, der auch sterben kann. Das heißt, die sind dann logischerweise nicht für 100% relevant. Ebenso gibt es auch einen Charakter, beziehungsweise jetzt tatsächlich, um den Satz zu Ende zu führen, 3 dieser Charaktere haben wir schon getroffen. Das heißt, von diesen 6 Zufallscharakteren sind 3 welche, die wir gar nicht treffen müssen. Das heißt, wir haben eigentlich erst 3 richtige gefunden. Dazu gibt es den letzten optionalen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den noch treffen können. Ich weiß nicht, ob ich ihn getötet habe oder leben lassen habe. Ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Ich habe ihn wahrscheinlich leben lassen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ist wie gesagt nicht für 100% relevant. Aber ich glaube für die Errungenschaft, weil es gibt ja auch eine Errungenschaft, wenn man alle getroffen hat. Und ich glaube, den muss man dafür treffen. Ich hoffe, er ist noch da. Genau. So viel dazu. Wenn nicht, dann ist es halt so. Haben wir Pech gehabt. Genau, und deswegen werde ich jetzt anfangen mit einem Zufallscharakter, und zwar nicht mit irgendeinem, sondern mit einem ganz bestimmten, denn eigentlich sind die ganzen Zufallscharaktere relativ leicht zu treffen. Man kann da einfach hinfahren, Mission machen. Allerdings gibt es einen, der ein bisschen problematisch ist, und zwar kann man ihn zum einen nur bei Nacht treffen. Deswegen, achso, ich wollte gerade gucken, wie spät es ist. Es ist 6:30 morgens, das ist natürlich kacke. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal schlafen legen, bis es Nacht ist. Beziehungsweise bis es Abend ist. Und werde dann. Und dann muss man ihn noch ein zweites Mal treffen. Man muss alle Charaktere auch ein zweites Mal treffen für die 100% Wertung. Und, ja, zwischen Begegnung 1 und 2 muss eine Woche vergehen. Das heißt, also eine Spielwoche intern. Ne? Das bedeutet, ich werde dann halt das ganz, jetzt ganz am Anfang machen, dass ich ihn eventuell noch innerhalb des Spielverlaufs treffen kann. Ganz normal. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich halt gucken, ob ich dann, hallo Stevie, das will ich noch gar nicht. Ich werde jetzt erstmal den Typen treffen. Werde dann die Stevie-Mission machen. Oder ob ich dann vielleicht wirklich mal offscreen hier ein bisschen pennen gehe und eine Woche warte, bis er da ist. Das würde ich dann aber erst ganz zum Schluss machen. Weil ich möchte möglichst viel Zeit so vergehen lassen. Das wäre ganz schön. Wie gesagt, deswegen mache ich die jetzt ganz zu Anfang, damit es hinter mir ohne ist und Nacht zu treffen. Deswegen muss ich jetzt pennen gehen. Geh da bitte wieder rein, danke. Gehen ja mal 6 Stunden, ne? Das heißt, ich werde jetzt. Noch einmal pennen. Ich werde es nochmal wagen, dann müsste es ja 0 Uhr sein. Ich weiß nicht, was der als Nacht hier beurteilt. Ob es jetzt bis 4 Uhr morgens oder so geht, dann wäre das ja kein Problem. Wenn es dann aber irgendwie nur bis 1 Uhr oder so ist, dann ist es ein bisschen knapp. So, ist schon 1:14 Uhr. Wie jetzt? Habe ich gerade schon. Interessant. Okay, das ist natürlich doof. Weil der ist noch ein bisschen weiter weg. So, nehme ich ein Taxi oder fahre ich selber? Ich glaube, ich fahre selber, dann bin ich nämlich schneller. Raus. So, und zwar ist der Zufallscharakter. Boah, ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach so. Ziemlich genau hier. Oh Gott. Es ist so viel Zeit vergangen, war? Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Nee. Ich fahre lieber selber hin, weil so ein Taxi, ich glaube, da vergeht mehr Zeit dann. Weil der halt normal fährt. Er wird schon mal ganz gerne Unfälle baut und so ein Scheiß. Meine mache ich halt auch, ne? Ich möchte mich da nicht ausschließen, aber ich bin trotzdem cooler.
Ansonsten muss ich da vielleicht nochmal pennen gehen. Ich will den jetzt wirklich ganz zu Anfang machen. Damit ich quasi die Zeit so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Achso, und übrigens, die Hauptmission dürfen wir auch schon bald durchhaben. Also es, also was heißt durch? Es fehlen nicht mehr viele Hauptmissionen. Bei Jimmy da müssen wir dann schon, ist es so eine Kennedy Spies, wissen vielleicht, was ich meine, da ab da wird eine Entscheidung getroffen. Ja, so viel darf ich schon mal fragen, sagen. Und ab dann folgen, glaube ich, noch 3 Missionen oder so, und dann haben wir es schon. Also von daher wird es jetzt wirklich Zeit, dass wir die letzten Nebenmissionen hier erledigen. Aber dank des Stevie-Tricks und so sollte das ja eigentlich alles kein Problem sein. Es wird halt ein bisschen zeitaufwendig, aber das passt schon. In ein paar Parts sind wir hier durch. Ich habe jetzt immer noch die Hoffnung, dass wir so am Ende der 80er-Parts... 80er. Damit durch sind mit dem Projekt. Das wäre schön, wünschenswert. Man, ich hätte ein schnelleres Auto nehmen sollen. Aber da auf der Billow-Insel fahren da auch nur Billow-Wagen rum, ne? So, sind wir schon mal dritten Insel? Ja, ne? Genau, okay, dann ist er den Film gleich. Leckt es schon? Ne, noch nicht. Gut. Ich entschuldige mich schon mal dafür, es ist wirklich warm heute. Ich streame nachher, das wird auch noch lustig. Ich hoffe, ich kriege das auch hin, weil... Ich glaube, ein Gewitter wurde angekündigt. Ich meine, wenn ihr die Folge seht, dann ist der Stream eh schon gelaufen. Ich hoffe nicht, dass es dann zu heftig gewittert und ich nicht streamen kann. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Weil ich mache das ja schon einen Tag später als ursprünglich geplant, weil ich auf einer Party war übrigens. Die war ganz nett, die Party, auch wenn ich schon um 2 abgehauen bin. Er ist da, okay. Das ist gut. So, und der Typi, das ist ein richtig kranker Typ. Pass mal auf. Hey there, pal. Hey. Hey. Hey, what are you doing out here so late? What's it to you? Nothing. Just trying to make conversation. Just trying to keep the loneliness at bay. You know. Whatever you say. Hey, you're not from around here, are you? No, I'm from Florida. You're funny. You're a real joker. I knew a joker once. Lovely guy. Came to a rather unfortunate end, though. But I suppose we all do. In the end. Okay. Wait, mister. Do you ever wonder if animals, they masturbate? Okay, listen, friend, you're really creeping me out. No, it's a silly question. I know, silly question. It's just I was wondering, because maybe that's what makes us different from the animals. I mean, masturbating, because it turns out we don't have souls, and animals use tools and all that kind of thing. So maybe it's the masturbating. Maybe that's God's real gift to us. Okay, I'd really like to get back to planet Earth, so maybe I'll see you later. No, wait a minute, mister. I'm sorry. I'm strange. I'm a weird guy. I know. Hey, do you have a car? Can you get one? Why? Because I have this rather heavy bag, and I really need a lift. I can pay you. Okay, okay. Thanks. I'm Eddie, by the way. Eddie Lowe. Yes, fine. Come on. Ja, ich habe mir natürlich eine kleine Zusammenfassung durchgelesen von den Typen, weil der so interessant war. Der Typ ist ein richtig, richtig krankes Stück Scheiße. Er hat, darf ich das spoilern schon? Autoerotica, ist mir übrigens beim Schneiden aufgefallen. Das hier ist, guck mal hier, ne, das ist hier der Autoladen, wo diese Scheißmission war. Und mir ist es erst beim Schneiden aufgefallen, dass da Autoerotica dran stand. Der Typi ist ein Massenmörder. Und er hat Köpfe in der Tasche. Und vor allem, ich sag, Kinderschänder und irgendwie Vergewaltiger und alles gleichzeitig. Und Nekrophil ist er auch. Das stand was bei der GTA-Wiki-Zusammenfassung. Fand ich lustig. Naja, das heißt lustig, aber es ist ja nicht echt, deswegen darf ich es witzig finden, ne? Schwarzer Humor und so. Und der Typ hat auch noch zwei Begegnungen, habe ich ja schon gesagt, ne? Bei der zweiten wird es dann noch lustig. Aber jetzt müssen wir mal die Tasche loswerden. Smelly. Mhm. Have you ever considered psychotherapy? You've got issues. My only issue is I don't accept. Wait here for me, friend. Special friend. I'm just dropping the kids off.
Kinderköpfe. Glad I got rid of that. Wouldn't want to get caught with it. People can be so narrow-minded. Can you take me to Westminster? Wie Nico das aber auch überhaupt nicht hinterfragt. Ah, verbuggter Tunnel, hallo. Westminster Abbey. Oh Mann. Bulgaria? Balkans. Hey, you're a smart guy. Eddie's smart. Eddie's real smart. He always told him that. Eddie, you're smart. Why don't you play with the other kids? Don't touch him like that, Eddie. Stop it, Eddie. Stop it. Yeah, stop it, Eddie, please. Your accent's funny. Der Typ ist total krank, Alter. Here we are. Eddie's off the hunt for a nice boy. Thank you, Nico. Thank you, friend. I'll see you later, man-eater. She's a man-eater. Okay. Mein Gott, war das krank. Aber gut, haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Dann geht's weiter. Na, ja, dann machen wir jetzt erstmal die Stevie-Mission, habe ich ja gesagt. Nachrichten. Dann Sentinel. Bei den Docks. Sentinel. Achso, falsche Karte natürlich. Wah! Mir ist Stift runtergefallen. Achso. Ich muss ja noch ein rotes Kreuz machen. Einen roten Haken, er gesagt. Hakenkreuz. Zack, zack. So. So. Sentinel, sagt er da. Das ist ja quasi nicht um die Ecke. So, hier. Dann hätte ich gerne das Taxi, was da hinten ist. Oh. Steig aus. Irgendwie funktioniert das total komisch, wenn ich da am Reifen stehe, dann funktioniert Y nicht. Ist auch immer komisch. So, dann können wir wahrscheinlich nur noch das eine Auto schaffen. Na gut, war eine etwas längere Zufallsmission, aber was will man machen? Häng schon mal die anspruchsvoll... Wo bläst du mich denn aus, du Affengesicht? Jetzt haben wir aber die anspruchsvollste schon mal. Den Sprung überlebe ich nicht. Aber da hinten kann die ohne springen. Boah. Ich weiß ja noch nicht ganz genau, wo er ist. Natürlich weiß ich das nicht. Als ob ich das jemals wusste. Tick, tick, tick. So, ein Sentinel. Ich weiß nicht, wie ein Sentinel aussieht. Aber hier sind eh nicht viele Autos. Das heißt, irgendwo hier wird wahrscheinlich einer sein. Hier am Parkplatz zum Beispiel. Ist ein Sentinel? Jo. Boff. Kamera wieder hoch und er tritt erstmal rein. So, diesmal haben wir nicht das falsche Auto geklaut. So. Muss ich. Boah, nee. Da wieder hinfahren. Oh mein Gott. So lange Wege. Schön, wie der noch blinkt. Ja, ne? Schönes Spiel. Nee, ich mag GTA 4 ja, aber es hat tatsächlich so ein paar Sachen, gerade was hier die Nebenmissionen anbelangt. Sie sind doch sehr eintönig. Da ich aber mich mir selber versprochen habe, die GTA-Spiele zu benutzen, hatte ich wieder 100% durchzuspielen. Wird auch bei GTA 3, Vice City und San Andreas der Fall sein, wahrscheinlich. Muss ich es machen. Das heißt, alles, was nicht zu zeitaufwendig, blöd oder unnütz ist, werde ich auch irgendwie zeigen und machen. So, für die Zufallsmission. Was sind das für Sounds, Alter? Die Sound. Die Zufallsmissionen, die sind ja wieder ganz witzig, weil das sind ja wieder wirkliche Missionen, wo man auch ein paar Leute kennenlernt. Übrigens, wenn ich mich nicht irre. Boah, das ist der Sound.
Ich hoffe, dass wir die Zufallsmission noch nicht haben, weil dann kann ich euch das nochmal erklären. Es gibt nämlich eine Zufallsmission. Ja, ich sag's noch nicht. Wenn wir da sind. Weil das ist von einem Freund von dem, wo ich mir nicht sicher war, ob wir sie schon haben. Da haben wir 18 Autos. Fehlen nur noch 12. Also in der Theorie 4 Folgen, wenn man es so durchballert. Aber das ist auch eher Wunschdenken. Hm. Hier läuft ja auch ganz coole Musik. Lass ich mal an. Aber mit den ganzen Zufallsmissionen wird das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ah, ich werde echt ein bisschen froh sein, wenn ich GTA 4 hinter mir habe. Wenn ich dann bald GTA 3 widmen darf. Hehehe. Oh Mann, ich habe ja neulich, als ich bei Andy war, ganz kurz GTA 3 mal angemacht. Ich wollte was ausprobieren. Weil ich habe nämlich das Problem, ich spiele das ja mit Tastatur, Maus, weil da die Controllersteuerung ein bisschen kacke ist. Und er tappt immer raus, wenn ich zu weit nach links gehe. Weil ich ja zwei Bildschirme habe. Das ist ein bisschen scheiße. Ich wollte mal gucken, ob es da Window-Mode gibt. Gibt's aber nicht. Da muss ich mir für das Let's Play noch oder für den Livestream mal was einfallen lassen, weil ich habe keinen Bock, immer rauszutappen. Weil dann, weiß ich nicht, ist ein bisschen Störung, ne? Ich muss sowieso gucken, wie ich das mache, weil ich ja dann... Ich streame eigentlich immer lieber im Window-Mode, weil ich dann halt mehr Sachen gleichzeitig machen kann, weil ich dann auf alles gleichzeitig achten kann. Ich habe zwar bald zwei Bildschirme, aber trotzdem. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber kriege ich schon hin. Krieg ich schon hin. Sonst muss ich jetzt irgendwie über Windows machen. Geht das sicherlich auch. Dass man so einstellt in Eigenschaften hier über Window-Mode starten und so. Passt schon. So. Dann haben wir das. Und wir sagen, können wir uns um die nächste Zufallsmission kümmern. Und tatsächlich ist auf dieser Insel, auf dieser kleinen Insel, keine einzige Zufallsmission. Dann könnten wir ja, komm, dann gehen wir zu Clarence. Und der, das ist nämlich die Mission, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir sie noch machen können. Hier. Ich hätte gerne ein Taxi, ha? Hallo! Speak of the Devil. Es sind sogar zwei drin, wa? I need these. Der ist aber nicht bei Nacht, ne? Nee. Bei einer Person gibt's noch, die man nur bei Nacht treffen kann. Was? Wo bin ich? Der Kerl hat mich schon falsch rausgelassen, ey. Von hinter mir ja eigentlich. Okay, sieht nicht gut aus. You are pathetic. Okay, jetzt auf jeden Fall keiner. Das heißt, entweder ich kann ihn gerade nicht treffen oder ich habe es tatsächlich verkackt. Ich tippe eher darauf. Ja. Schade. Schade. Hm. Ich werde es später nochmal versuchen, sonst. Kann ich hier rein? Oh ja, kann ich tatsächlich. Beim Oder ist er irgendwie auf dem Dach oder so. Weil es ist nämlich genau hier. Obwohl, es wird mir angezeigt werden, oder? Hier waren wir schon mal. Nee. Schade. Gut, dann machen wir was anderes. Die nächste Mission ist ziemlich weit weg. Da. Pathos oder Pathos treffen wir ein zweites Mal. Bei dem Kerl haben wir ja, Lol. Der ist jetzt irgendwie halb stehen geblieben. Ah. Weil, den haben wir schon mal beschützt, aber der hat auch eine zweite Mission für uns. Ohne sogar noch Prozent relevant, ja? So. Gucken wir mal, ob er gerade da ist. Ja, ist er. Hey, 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 lass mich raus. Lass mich raus, du Affenarsch. Die Karte ist auch nicht so genau. Irgendwie. Naja, passt schon. Na, geht. Also liegt wahrscheinlich nicht daran, dass die Karte eben scheiße war, dass hier Clarence nicht da war. Da ist er ja. Moin. I cut a new CD, Pathos, from suffering and back again. How cheerful. I ain't into that club shit. I got a message and bitches better listen. You better start listening to me, bitch. What you say? You all tough when your boyfriend's around, Mr. Pathetic. You're ignorant, fool. And you're a fucking fag. So geil. Wie einfach immer jemand von hinten irgendwo ankommt. Lol. Wenn auch immer irgendwer ankommt, so.
Boff. Ich mag die Diegel. Boff, boff, boff. Es gehört zu einem Rapper dazu, mal angeschossen zu werden. Bam. Kann dir 50 Cent Geschichten von erzählen. Wisst ihr, wie oft der Junge angeschossen wurde? Das ist krank. Bringt Pathos schnell ins Krankenhaus. Kann er wirklich sterben? Das war ja mal bei den GTA San Andreas. Das Radar fehlt. Seht ihr das auf der Karte? Der Bereich fehlt, wo ich raus muss. Bei San Andreas konnte man ja diese Mission machen. Und jetzt will er doch commercial werden. Wenn man da diese Sanitätermission gemacht hat, konnten die Patienten ja sterben. So! Ja, läuft, ey. Bläh. Sehr schön, da haben wir noch eine Zusatzmission geschafft. Vielleicht die von einem relevanten. So wird aber auch gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von GTA 4 wieder, wenn wir die nächste Zufallsmission machen. Und das ist ein Taxi, das sollte ich mir gleich mal reserven hier. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!